Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Guten Morgen an alle. Tja, ihr seht richtig, ein neues Hundchen. Muss ich euch eine Geschichte erzählen? Also, als ich gestern vom Ausreiten heimging, habe ich auf der Straße drei Hunde laufen sehen. Dachte ich mir, oh Gott, nein. Gerade ausgeguckt, weitergeritten. Dann bin ich zu Hause rein, ins Tor. Auf einmal ein riesen Geplärre, Geschreie. Panische Angstschreie von einem Hund. Ich zum Tor gerannt. Haben sich alle meine Hundchen auf dieses kleine Ding hier gestürzt. Denke ich mir, wie kommt denn der hier rein? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch kein Loch im Zaun. Auf jeden Fall, da saß es. Da habe ich mir gedacht, nee, kein anderes Hundchen mehr. Gibt's nicht. Habe ihn geschnappt, habe ihn wieder auf die Straße gesetzt. Stand da vor dem Tor und hat rumgejault. Dann höre ich, wie mein Nachbar kommt. Von draußen spricht er mit ihm in Spanier. Komm her, du Hundchen, komm her, na komm her, mein Hundchen. Und ich lausche so und er sagt, komm, ich tu dich über die Mauer wieder zurück. Nimmt er den Hund und schmeißt ihn mir über die Mauer. An mir vorbeigeflogen kam das Ding, 2 Meter Mauer. Dann bin ich raus und hab gesagt, was soll das denn? Dann sagt er, ja, den habe ich gerade eben schon mal reingeworfen. Der ist dir doch davongelaufen, oder? So, ja, dann war's drin. Und was soll ich machen? Soll ich es jetzt wieder raussetzen? Schaut's euch an. Das ist ein Männlein, etwa 1 Jahr alt. Hat heute schon um 12 Uhr seine Operation zum Kastrieren. Ich glaube, damit hat das Männlein nicht gerechnet, als es gestern mir hinterher lief. Und unglaublich freundlich, sehr, sehr zutraulich. Wie ihr seht, überhaupt kein Problem mit den anderen Hunden. Katzen interessieren ihn nicht. Und das Pferd, das hat er überhaupt nicht registriert, dass da ein Pferd ist. Ich rufe mal gucken, ob irgendwas kommt. Hunde! Das klappt schon ganz gut. Walli! Ah, Walli kommt. Walli gut. Vivi! Vivi! Vivi muss immer denken. Hundchen! Hundchen, komm hier zu mir. Wo bist du denn? Komm hier zu mir. Zeig dich. Guck, das ist ein ganz liebes Ding. Ganz lieb bist du, Männlein. Nimm mal lang. Schnipp, schnapp. Und die Sache hat sich. Warte doch. Schau doch. Ja, guck nur hin, Vivi. Ist bald nichts mehr da. So ist das mit den Flughunden hier. Namen habe ich noch gar nicht, dafür ist er noch zu frisch. Aber auf jeden Fall was ganz, ganz Liebes. Und ist also, glaube ich, denke ich mal, schon ausgewachsen. Und ist also ein kleiner Bodegero. Ja. Und es grunzt, wenn man es streichelt. Ja. Och du, wie so feine bist du. Tja, hat einer gedacht, schmeiß ich weg, hol mir halt einen neuen. Also, dann habt ihr die Geschichte gehört. Tschüss!